jetzt lachen die Jungs noch. Aber ich glaube am Donnerstag auch noch. Sie werden mit einem breiten Grinsen im Bazzaro einlaufen. Alle drei. Ich drücke die Daumen. Ich bin überzeugt. Ich habe gesehen, was sie eben gegessen haben. Bleibt gesund. Ja. Wohlfahrt, Kuhfuß, Charity 600. Seht zu, dass ihr gesund in Bazzaro ankommt. Wir freuen uns alle auf Donnerstag, wenn ihr dort ankommt. Und Startschuss. Tschüss. Mario, zweiter Stint gelaufen, alles gut? Ja, bis jetzt ist noch alles super. Aber erstmal abwarten, wenn die Nacht kommt. Jetzt 2 Stunden Pause und dann geht's an die ersten 20 Kilometer. Geht's rund. Was machst du denn für Sachen? Frag ich mich auch. War Straße zu Ende, Mann umgeknickt, asozial, voll auf die Mega-Fräse geflogen. Ey. Hast ein paar Spritzen dabei, oder? Mach dich noch lustig über mich. Ich mach mal. Das ist nicht lustig. War dunkel, Weg war zu kurz, ist mir ausgegangen. Umgeknickt. So die nächsten Wochen, Monate kein Sport. Bänder gerissen, Enttäuschung ist da, aber ich kann es leider nicht ändern und tut mir echt leid für euch jetzt. Ja, merke ich mir fürs nächste Mal, wenn es heißt 1200 Kilometer durch Deutschland einmal hin und zurück. Jetzt erst recht. Tschö. Und vielen Dank an alle unsere Unterstützer vorneweg, Carina, Mike und alle Partner und Sponsoren. Ja, da haben wir ihn abgeliefert, ne? Den Sascha. Mit seinem Hinkefuß. Letzte Etappe geht heute von Luckenwalde nach Bazzaro, 70 Kilometer. No light.
Ist aber natürlich eine spannende Sache. Wie ist das vonstatten gegangen? Wir haben ein Wohnmobil dabei gehabt, das hat uns die Firma Bürstner gespendet. Lange gebraucht, das sind zwei liebe Freunde von uns gewesen, die gefahren sind. Die haben mindestens einen fünfstelligen Betrag eingelaufen. Das können wir jetzt schon sagen. Mehr über die Summe nachher, wenn wir wissen, was unser verehrter Sponsor Samsung nach oben drauf legt. Ne? Große Arbeit, großes Werk für die GoFus und vor allen Dingen für das Projekt Platz da. Das ist euer Beifall, das ist euer Publikum. Let yourself out. Just let.